Lux leuchtet ein. Bis zum 2. August geht die Sommerwerft, das Kulturfestival an der Weseler Werft in Frankfurt. Und hier gibt's nicht nur jede Menge gute Acts, sondern auch richtig viel gutes Essen. Zum Beispiel in der Sommerwerft-Küche. Wir haben eigentlich nur drei Gerichte, die wir momentan hier in der Küche anbieten. Uns in der Küche haben wir uns halt darauf, um einfach viel Essen zu machen für viele Leute und dass es trotzdem gut schmeckt, haben wir uns auf drei Gerichte fokussiert. Wir haben die Reispfanne, wir haben den Wrap und den Sommerwerfteller. Und ja, das sind alle drei Highlights, die sind super. Und grundsätzlich sind alle Gerichte vegan. Für Vegetarier wird es, also für Veganer uninteressant wird es dann, wenn sie eine Joghurtsoße dazu haben wollen, dann ist es nur noch für Vegetarier. Und wer Fleisch dazu haben will, kauft sich einen extra Fleischbon und wir machen separat Fleisch, was dann überall noch mit dazu kann. Zur Reispfanne, zum Sommerwerfteller oder in den Wrap. So, und ich habe mir jetzt mal so einen leckeren Wrap geholt. Da ist grüner Salat drin, Couscous und Hummus unter anderem. Und den probiere ich jetzt mal. Einen Moment. Das ist auf jeden Fall super lecker. Und wenn ihr da auch drauf Lust habt, dann kommt zur Sommerwerft. Lux leuchtet ein.